Liebe Rheinfelderinnen und Rheinfelder, tausende Menschen in unserem Land, unserer Region und unserer Stadt sind bis zum heutigen Tage an und mit Covid-19 verstorben. Wir schauen auf unsere Gesellschaft und stellen fest, diese Menschen wurden aus ihrem Leben gerissen, aus ihren Familien, aus ihren Freundeskreisen, aus ihrem Arbeits- und Vereinsleben, aus unserer Mitte. Diese Menschen sind nicht mehr da. Sie kommen nicht mehr zurück und werden uns fehlen. Die Corona-Pandemie hat das leise Sterben seit über einem Jahr in unseren Alltag gebracht, ob mitten im Leben oder am Lebensabend. Die besondere Situation, an Corona zu sterben und aufgrund der Bestimmungen Sterbende nicht zu begleiten, sich nicht angemessen verabschieden zu können, stellt für die Betroffenen eine persönliche Tragödie dar. Dies hat zu einer unermesslichen Trauer, gar zu Verzweiflung und auch Wut geführt. Das Leugnen der Corona-Pandemie oder die Verharmlosung hat betroffene Menschen in unserer Gesellschaft vor den Kopf gestoßen und trägt eher zur Spaltung als zur Versöhnung unserer Gesellschaft in Zeiten der Pandemie bei. Auch das politische Handeln hat zuletzt nicht nur Sicherheit im Kampf gegen das Virus beitragen können. Gerade deswegen ist es mir ein persönliches Anliegen, die Trauer der Angehörigen von Covid-19-Verstorbenen zu teilen, die Verzweiflung zu verstehen und auch der Wut ein Stück weit entgegenzutreten. Es liegt nun daran, Vertrauen zu schaffen und Zuversicht zu gewinnen. Testen und impfen ist nun das Gebot der Stunde. Jedes geschützte Leben ist eine gute Nachricht. Deswegen müssen wir nach vorne schauen und Tempo machen. In diesen Gedanken lassen wir die Verstorbenen nicht zurück. In Anerkennung ihrer Lebensleistung, ihrer Beiträge für unsere Gesellschaft gilt ihnen und ihren Angehörigen unser Mitgefühl. Gleichzeitig gilt mein Dank all den Menschen, die in Krankenhäusern, Heimen oder im ambulanten Bereich täglich helfen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Als besonderes Zeichen für das heutige Gedenken möchte ich die Osterkerze der Adelbergkirche aus dem vergangenen Jahr in mein Fenster stellen und das Licht entzünden für die Hoffnung, dass wir die Corona-Pandemie bald gemeinsam überwinden werden. Es würde mich freuen, wenn sich heute anlässlich der bundesweiten Gedenkfeier für die Corona-Opfer viele Rheinfelderinnen und Rheinfelder diesem Zeichen der Anteilnahme anschließen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Moment innehalten. Ihr Klaus Eberhardt.